Ein herzliches Hallo und willkommen zurück hier zum Humble DLC von Planet Crafter. Ja, heute soll es ausschließlich um die Basis gehen, die wir bauen werden. Ich habe ein paar Ressourcen, ich habe nicht zu viele Ressourcen, ich habe ein paar Ressourcen, aber das wird schon passen. So, ja, und ich habe nochmal eine kleine Erkundung gemacht, hier am Felsen links entlang und bin dabei durch die Felsen geklitscht und wisst ihr, wo ich gelandet bin? Genau wieder hier unten, genau, hier hinten bin ich ein bisschen lang gelaufen, warte mal, hier so ein bisschen den Rand und hier hören dann irgendwann die Felsen auf und dann fällst du irgendwann hier runter. Ja, und dann rennst du hier rüber zu deinem Sauerstoff, dann rennst du zu der Höhle hier zu deinem Sauerstoff und dann versuchst du irgendwie hier den Ausgang zu finden und kommst dann irgendwann hier irgendwo hier wieder raus und rennst dann hier wieder zurück. Ja, also ich habe es geschafft, das ohne, weil ich die Sauerstoffpunkte da gesetzt habe, aber das ist natürlich auch eine Erfahrung, ja, und ich sag mal so, es gehört halt dazu, dass man auch mal Fehler macht oder fehlt. Das ist einfach so, ja. Mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, tut sich das in diesem Let's Play ein bisschen häufig, ich weiß. Und der ein oder andere fragt sich auch, ob er hier noch richtig ist. Ich bin halt fasziniert. Was soll ich sagen? Eine andere Ausrede habe ich nicht. Und es ist halt, wie es ist. Müssen wir so hinnehmen. Gut, das nochmal kurz dazu. Heute, wie gesagt, Basis. Ich habe hier ein bisschen Strom. Wir haben ja in den Vorkommen, wo wir vorbeigekommen sind, also in den Basen, habe ich ja den Tipp aufgenommen, da einfach mal den Strom zu setzen. Das haben wir hier gemacht. Das haben wir hier hinten gemacht. Das hatte ich beim Rundflug gemacht. Und ich glaube, ich habe auch unterirdisch mit euch hier, also da unten irgendwo, wenn du hier unten reingehst, ne, haben wir ja auch ein paar Sachen gesetzt zusammen. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Und auch hier draußen irgendwo haben wir ja auch ein bisschen Strom gesetzt. Das heißt, wir haben jetzt einen Überschuss von 268. Das ist eine ganze Menge. Trotzdem ist mir das nicht genug. Und das heißt für uns, da ich sowieso früher oder später mit dem Strom ein bisschen umziehen muss, müssen wir mal schauen, dass wir das heute ein bisschen in die Bahnen lenken. So, das heißt, ich nehme erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, das nehme ich nicht. Wartet mal, wir machen erstmal was anderes. Ich sehe es gerade. Ich habe sie ja in der Tasche. Die hatte ich übrigens dabei bei meinem Absturz. Ne, und ich habe mir gedacht, na, wenn du die jetzt verlierst, heieiei, das kannst du nicht erklären. Na, ist egal. So, gut, wir machen erstmal. Also, neuen Bauplan erhalten, Weltraumhandelsrakete. Ist nicht dein Ernst. Ach, oh ja, doch, das waren ja die Doppelten. Genau, die habe ich nämlich zweimal. Ist aber nicht so schlimm. So, jetzt war das die Leere, die wir gerade hatten. Und jetzt haben wir die GBS-Satelliten Stufe 4. Okay, dann können wir von der 1 auf die 4 springen. Das könnten wir auch mal probieren. Wir haben das andere noch nicht gemacht. Wir haben die Fackel, das ist sehr gut. Die war ja recycelbar. Dann haben wir explosives Zeug gefunden. Ja. Das Anheften Stufe 3. Auch ganz nett. Geschwindigkeitserhöhung, ja, bitte noch schneller. Geschwindigkeitserhöhung für was? War da bestimmt fürs Fahrzeug, oder? War das nochmal Jetpack hier? War das das vierte Jetpack schon? Wir schauen mal. Nee, war es nicht. Okay, gut. Dann irgendeine Geschwindigkeitserhöhung. Ich gehe mal davon aus, es war für den Rover. Und dann haben wir nochmal die Taschenlampe Stufe 3. Und jetzt werden wir mal gucken, was wir davon vielleicht nochmal so ein bisschen machen können. Okay, das haben wir nicht. Das können wir knicken. Das müssten wir eigentlich haben, die Stufe 2, ne? Ja, die haben wir. Die Stufe 4 müssten wir auch haben. Wir können mal ganz kurz gucken. Jawohl. Das Anheften brauche ich jetzt nicht unbedingt auf einer besseren Stufe. Was wir eigentlich bräuchten, wäre mal der Zerlegechip 2, aber ich habe eben dieses Methankartusche nicht, warum auch immer. Ich vermute mal, es liegt an unserem Terraforming, dass wir da nicht vorankommen. Das haben wir auch nicht. Ist also im Moment erstmal nichts. Aber wir hatten irgendwas und zwar war das der hier. Genau. Wir haben ja, da können wir nämlich unterwegs mal die Karte aufrufen. Und dann sehen wir vielleicht auch, wo wir sind. Habe ich den rübergeräumt? Ich hoffe nicht. Oh nee. Doch, hier. Glück gehabt. So, dann können wir den Chip mal herstellen. Den würde ich gerne noch ins Inventar tun. Und da haben wir keinen Platz mehr. Okay, brauche ich den Anheften unbedingt? Der ist eigentlich ganz praktisch. Mikrochip Kompass, ja. Das Abbauen, das Licht. Ich brauche eigentlich alles. Dann müssen wir mal gucken, ob wir den Anzug raustun. Und dann hätte ich lieber den Kompass unterwegs. Ja, schleift auch ein bisschen mit dem, was wir dringend bräuchten. Naja, ist egal. So, was haben wir hier noch? Konstruktionsmenüfilter. Ne, das will ich nicht. Ja. Okay, gut. Alles andere wird sich finden.
Gut, wo habe ich denn den anderen hingetan? Das sieht so aus, als wäre der hier. Sobald wir Platz haben, nehmen wir den wieder rein. So schön ist er jetzt auch nicht, sage ich ganz ehrlich, ja. Da ist auf alle Fälle der hier schon ein bisschen schöner, auffälliger. Der andere hat so ein schönes Weiß-Blau. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber okay. Ja, dann haben wir es halt nicht. Gut, ich schaue trotzdem nochmal hinten, ob hier noch was irgendwie gejunkt hat. Nee, das können wir nicht bauen. Da müssen wir abwarten. Dann ist das so. Okay, ich schnappe jetzt nochmal ein paar Ressourcen, die ich gerne mitnehmen würde, mit rüber. Und dann schauen wir uns das drüben einfach mal an, wie das dann so läuft. Ich gucke hier nochmal. Kobalt brauche ich nicht. Hier habe ich auch nichts weiter. Okay, die nehme ich nochmal mit. Dann haben wir hier so gut wie alles leer. Das nehme ich mit, das nehme ich mit. Ja, und hier müssen wir gucken. Wir haben jede Menge Kobalt. Ich habe ja schon ein bisschen was in Sauerstoff umgewandelt. Haben wir letzte Folge den Ausflug gemacht. Trotzdem hat es nicht gereicht. Naja, was willst du machen? So, heute als erstes. Ich habe Wasser irgendwo. Irgendwo haben wir Wasser. Ich habe übrigens das nochmal neu geordnet hier. Ja, habe das nochmal gebaut, dass das alles so ein bisschen eine Linie ist. Und auch, wenn wir jetzt hier rüber gehen, ist nicht dein Ernst. Wenn wir jetzt darüber gehen, dass wir da trotzdem dann die Sachen haben, die wir brauchen. So. Und auch hier ein bisschen Eisen an Vorrat, bisschen Titan. Das können wir gleich mal an der Person lassen. Und ich brauche davon noch ein bisschen. Davon brauche ich jetzt 9 Stück. Die haben wir. Ich brauche 6 Wasser. Die haben wir fast. Warte mal. Und Wasser geht mir gerade aus. Deswegen, ich gehe mal ganz schnell hier noch was holen. Ja, die haben wir ja zum Glück gebaut. Die produzieren auch wirklich einen sehr guten Vorrat. Da kannst du nichts sagen. Mehr Platz habe ich gerade nicht. Dann ist das so. Ja, wir sind erstmal voll für den Moment. So. Okay, also das sieht das auch ganz gut aus hier. Die normalen, also Eisen, Titan, Magnesium, Silizium. Dann haben wir Alu. Dann haben wir hier... Nee, dann ist hier Kobalt, Alu. Dann haben wir das hier. Dann haben wir ein bisschen was Rotes. Hier kommt ein Grünes rein. Hier habe ich jetzt die Sondererze drin und hier ist noch einer frei. So läuft das dann. Gut. Ich brauche trotzdem irgendwie mal Platz kurz. Dann würde ich das mal so machen. Und ich brauche... Ja, kleine Unterbrechung. Aber jetzt geht's weiter. Und zwar, wir werden als erstes mal die Sachen hier setzen, die ich gerne haben möchte. Und das ist erstmal der Strom für hier oben. So, ganz einfach. Ja, im Moment muss ich sagen, ist es nicht so einfach. Irgendwie. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Aber ich kenne das Spiel, aber trotzdem. Es sind die alten Probleme. Es fehlt mal hier, es fehlt mal da irgendwas. Deswegen versuche ich das dann immer, sofern es mir gelingt, das vorzubereiten. Aber das funktioniert eben auch nicht immer. So, jetzt brauchen wir auf alle Fälle diese Teile hier. Aber ich muss erstmal ein paar Leitern setzen, glaube ich. Und das machen wir mit dem. Da brauche ich 3, 1, 2, 3, 4. Ich mache mal 5 Stück hier. Und dann nehmen wir 5 Eisen mit. Jawohl. Machen wir erstmal das. Jetzt muss ich überlegen. Die sind hier in der Mitte. Ich habe ja gesagt, wir machen das auf die Ecken, ja? Hier muss ich erstmal überlegen, wie wir das machen. Auf die Ecken. Das heißt, wir müssten oben stehen. Das heißt, wir müssten hier irgendwie hochgehen. So machen wir das erstmal. Dass wir erstmal irgendwie eine Leiter haben, ja? Gut, dann mache ich das so. Gut, dann die nächste Leiter hier hin. So. Die nächste Leiter hier hin. Na, komm her. Hier hin. So, und die müsste uns ja schon rausführen. Genau. Subi, das hat funktioniert. Wir sind auch nicht zu nah dran. Das sollte jetzt also funktionieren. Dann kann ich das mal ganz schnell auf die Art machen. So, dann holen wir uns das Zeug, was wir brauchen. Ich brauche also jetzt 4 Module. 4 Module, das müssten von jedem 3 sein. Ja, genau, von jedem 3. Das sind also 9. Ah, das sind 8. Was? 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jawohl. Dann können wir die gleich mitnehmen. Da haben wir schon 2, 4, 6, 7. Dann brauche ich noch 2. Sehr gut. Dann haben wir die auch verwertet. Und hier, die brauche ich. Da brauche ich 2, 4, 4 Stück. Ne? Das sind also dann 8. Genau, da können wir 1 zurücktun. Dann haben wir das auch schon. Wunderbar. Ja, und dann hoffe ich, dass das jetzt so auch so funktioniert. Oder? Oh ja. Das macht er gleich von alleine. Das ist ja mal schick. Genauso habe ich mir das gedacht. Jawohl. Sehr gut. Und jetzt können wir hier runtergehen. Wir können das abbauen.
Wir bauen das hier drüben einfach wieder neu. Habe ich das noch dabei? Nee, warum nicht? Das fehlt. Das ist ja ein Ding. Dreimal Eisen. Und dreimal das. Und dann haben wir's. Oder müssen wir hier rüber? So, und der müsste jetzt, ja, wenn ich das jetzt so wüsste. Warte mal, wir sind hier hochgekommen. Und hatten dann, glaube ich, den hier. Und die müssten da sein. Wenn wir also hier hochkommen, müsste er hinter uns das daran machen. Genau. Jawohl. Und das geht nicht. Wir müssen es drehen. Einmal. Zweimal. Das geht. Jawohl. So haben wir es. Sehr gut. Und jetzt könnten wir die Leiter nochmal neu setzen. Dass wir sagen können, wir haben da jetzt auch eine... Ja, ne, so eine Art Mittelachse oder so. Und können das dann auch irgendwie verwerten. Nicht das Falsche abbauen, bitte. Also wenn du jetzt hier drin was abbaust, ja, das ist zwar machbar, aber es ist ein bisschen nervig, das dann wieder zu richten. Deswegen, ja, lieber nicht machen. So, wir haben jetzt 5 davon. Das läuft. Leiter. So, wir kommen also hier rein. Jetzt würde ich mal sagen, wir machen das irgendwie hier hin. Bisschen zentral. So, dann gehen wir hier hoch. Dann sind wir hier und dann sind wir auch zentral. Das ist schon mal sehr gut in der Produktionsabteilung. Jetzt wäre die Frage, kriegt man das hier so gebacken, wenn ich das hier so mache? Das läuft. Jetzt sind wir natürlich hier im Turm beim Aufstieg auch sehr zentral, aber das macht gar nichts. So. Ja, hier können wir dann ja irgendwas noch reintun, zum Beispiel Heizer oder versteckte Energie, wobei Heizer natürlich vielleicht das Ideale wäre. Bloß ich überlege mir trotzdem, ob wir hier vielleicht dann noch Glas draus machen, ne? Dann kann man die Heizer auch ein bisschen sehen. Und da sind wir... Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Warte mal, das ist in der Wand. Jetzt muss ich nochmal gucken, wir kommen hier raus. Wobei, es ist gut versteckt, ne? Aber es ist halt unpraktikabel. Warte, lass uns erstmal schnell runtergehen. Meine Güte, das ist aber auch enge hier. So, warte mal, ich muss erstmal was trinken und dann können wir das hier essen. Und dann nehmen wir das mal mit. Warte mal, das geht zurück. Ich nehme das. Dann ist das nämlich auch mal erledigt. So, also machen wir nochmal so. So, so, so. Und dann sind wir oben. Und das ist in der Wand drin. Wenn ich das andersrum mache, kommen wir hier drüben raus. Da sind wir wahrscheinlich nicht ganz so in der Wand, ne? Machen wir mal. Ich probier's mal. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Ja, ist okay. Kann man machen. So und so. Da sind wir oben in der Wand ein wenig. Wie sind das, wenn ich das oben so mache? Können wir trotzdem damit agieren? Ja, irgendwie schon. Nein, das war falsch. Oh oh. Oh oh. Das war nicht gut. Das ist aber auch dieses Hin und Her hier. Ich komme jetzt hier nicht mehr raus. Nein, ich komme jetzt hier nicht mehr raus, oder? Habe ich... Das ist doch nicht dein Ernst. Warum kann man eigentlich keine Treppen nach unten bauen? Na gut. Eieiei. So, komm her. Das glaubst du doch nicht. Gibt's in keinem Kino gibt's das. So, naja. Ne, wenn, dann wollen wir es schon ein bisschen irgendwie so haben, dass es auch passt. Ja. Ja, das ist das, was jetzt fehlt. Und jetzt hat man gesagt, hier drüben. Was ist, wenn ich das so mache? Ist das cool? Achso, das war's gar nicht.
müssen mal gucken hier. Wir sind ziemlich weit dran, ne? Ja, ein bisschen Perfektionismus muss sein, ich weiß. Aber so ist es halt. Gut, so lassen wir es, so gefällt mir es. Jetzt haben wir hier keinen Ausgang, das ist aber auch nicht so schlimm. Wir werden uns das dann bei Gelegenheit einrichten. So, ich mache hier trotzdem mal einen Notausgang, dass wir rauskommen. Und jetzt lassen wir das mal von unten auf uns wirken. Ich weiß, dass das alles ein bisschen immer sehr viel hin und her ist, aber jetzt soll ja am Ende auch ein bisschen was nach was aussehen. So, dann haben wir dort auf alle Fälle was und dann könnten wir ringsrum nochmal was setzen, wenn wir wollen, oder wir lassen das so. Ich überlege gerade. Wir haben immer gerade Zahlen. Ungerade Zahlen sind einfach besser. Das ist auch mit den Türen besser, mit Anschlüssen für Habitate. Ich überlege gerade, das sind drei breit, ne? Drei geht nicht. Da müssen wir ausgliedern. Ist aber auch nicht so schlimm. Das kriegt man auch hin. Gut, jetzt müsste ich erstmal überlegen. Das wäre jetzt hier unten nochmal den Fabrikationsbereich. Dann machen wir das mit dem Teleporter, dass wir da hochkommen. Jetzt würde ich gerne mir das mal so anschauen. Ja, wir haben... Dann kommen wir auch bloß wieder auf 6. Ja. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Wenn wir 4 Teile dran machen, wird es oben natürlich wuchtiger und größer. Aber für was bräuchte ich den Platz? Wir können dann alles auf eine Ebene machen. Küche, Labor, nochmal ein bisschen extra Lagerraum fürs Labor eventuell. Pilzzucht oder sowas. Ja. Und unten die Produktion. Und das könnten unten dann auch die Drohnen abholen. Von den Fabrikatoren. Und die anderen Drohnen bringen es ins Lager und die Fabrikatoren stellen es her. Somit hätte ich alles dort oben. Wenn ich jetzt also überall nochmal eins ringsrum mache... Das ist eigentlich auch eine coole Geschichte. Und dann hätte ich 6 Stück. Genauso wie unten. Ja, so war es eigentlich jetzt nicht geplant, aber wir hätten dann Anschluss. Wir könnten dann an den Kanten die Labore bauen. Wir hätten dann 1, 2, 3 frei. Und das müsste auch gehen. Ich weiß nämlich nicht genau, wie breit die sind. Die waren nämlich ein ganzer... Das sieht aus wie 1, aber hier sieht es aus wie... 1, 2, 3, 4, 5 Segmente, sogar 4 oder 5. Ich sag mal 4. 4 Segmente ist das Labor. 5, 6, 7. 1, 2, 3. Ja, das würde nebeneinander passen. Oh, das ist cool. Gut, das machen wir so. Wir probieren das einfach mal, wie das aussieht. Irgendwie immer mal was anderes. Wir könnten jetzt auch weiter nach oben gehen. Das wird für früher oder später sowieso der Fall sein. Der Punkt ist, macht es Sinn, ja? Das muss man sich immer bewusst sein. Macht es Sinn, irgendwie nach oben zu gehen? Ja, die Runddinger könnten wir auch verwenden, ne? Ja, das ist eine schöne Sache. Da kriegt man nämlich auch wieder das Zeug los. Ja, so werden wir es machen. Ich... Tun wir hier ein paar rein. Wie gesagt, heute ein bisschen bauen. Ja, ein bisschen bauen. 1, 2, 3, 4. So, ich denke, das wird passen. Hier brauchen wir immer 2 und 1. Ich brauche eigentlich oben bloß 4 Stück, ne? Ist das richtig? Und ein bisschen Glas können wir dann noch machen, aber das können wir später nachholen. Dann würde ich lieber noch ein bisschen Eisen mitnehmen, was ich gerade nicht habe. Hier. Okay, dann passt es. Gut, im Moment müssen wir uns hier mit der Leiter behelfen. Ja, aber dann ist das erstmal so. Ja. So, haben wir. Jetzt weiß ich nicht, wie die richtig sitzt. Und die sitzt schon mal falsch. Das ist schon mal prickelnd. Die sitzt schon mal falsch. Warte mal, das müssen wir hier. Müssen wir mal rausgehen. Ja, man sieht es ja leider nicht, ne? Machen wir es. Oh, wow. Was ist denn hier mit Anschließen an das Gebäude? Hallo? Ja. So hätte ich das ganz gerne.
Es wird immer viel zu groß bei mir, aber was willst du machen? So, ich glaube, das Eisen ist alle, ne? Hm. Ja, das Eisen ist alle. Wir sind wieder mal am Ende. Ich weiß es da auch nicht. Das mit den Fabrikatoren hier. Ich brauche die anderen. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich dann doch mal ein bisschen das Terraforming pushen. Aber eigentlich widerstrebt mir das. Aus dem einfachen Grund, es geht dann einfach viel zu schnell. So, ich gucke nochmal hier rein. Hier haben wir nichts. Ich nehme die mal mit. Hier habe ich auch nichts mehr. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Boah. Ne, hier rein. So, das sind 15. Ich muss jetzt 15 Plätze schaffen. Ich nehme das mit. Wir werden sowieso ein bisschen... Ja, das reicht. Wir werden sowieso drüben ein bisschen an Fenstern uns sowieso noch setzen. Das werden wir auf jeden Fall machen. Ja. Jetzt kommt das genauso wuchtig rüber wie das andere. Sollte es ja eigentlich so gar nicht, ne? Müssen wir mal gucken, vielleicht muss ich nochmal. Vielleicht müssen wir nochmal nachjustieren, das ist dann auch kein Problem. So, hier haben wir schon mal angefangen. So, wunderbar. Tja, und da haben wir kein Eis mehr. Ach ja. Ja, ich hätte noch mal sammeln sollen, aber was willst du machen? Ne? Irgendwie, irgendwann, irgendwo hört es dann auch mal auf. So. Lass mal gucken hier. Wir brauchen ein bisschen Wasser, ein bisschen Essen. Jupp. So, das kann ich mal hier hinter tun. Das sollte reinpassen, jawohl. Siehst du. Das ist okay. So, jetzt würde ich gerne noch mal prüfen. Ich nehme das und das mit. Und noch mal was zu essen. Und wir schauen noch mal in die Eishöhle rein. Ne, wisst ihr, was wir noch machen können? Warte mal, ich habe eine andere Idee. Ich habe zwei andere Ideen. So. Damit jeder hier, der was geschrieben hat und natürlich was festgestellt hat, dass ich mich darum kümmern soll oder dass ich mir das mal anschauen soll oder irgendwie in der Richtung ein netter Hinweis gewesen ist, dem wollen wir natürlich auch nachkommen. Hier an dieser Klippe, und das ist wahrscheinlich auch das, was du gemeint hast, hier liegt auf alle Fälle Bauxit rum für Aluminium. Hier liegen auch andere Materialien rum, Eisen, Titan, sonstiges, ja. Das geht eine ganze Menge bis hier hinter. Es schwebt auch teilweise ein bisschen in der Luft. Das liegt aber einfach an der Struktur, dass die nicht sauber hier verarbeitet ist. Ja, dann ist das so, ne? Das geht ein ganzes Stück, ja. Und wenn ich sage Stopp, dann bremsen wir. Und dann hat sich das auch erledigt mit dem hier hintergehen, ja. Es gibt hier hinten, soweit ich das gesehen habe, nichts. Und ja, und jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir sagen, wir bremsen. Ja. Und da sind wir schon in dem Bereich. Hier fallen wir dann durch, okay. Also sind jetzt vielleicht noch 20 Meter, vielleicht auch noch 10 Meter, vielleicht sind es auch noch 30, irgendwie so. Also sobald dieses Tableau hier gerade aufhört und es ein bisschen huckelig, wellig wird, fallt ihr durch die Karte und ihr knallt bis unten durch. Natürlich sterbt ihr nicht, wenn ihr ein Jetpack habt, das ist ganz normal. Aber ihr seid unten und dann müsst ihr gucken, dass ihr wieder hochkommt, ohne zu sterben, ja. Wenn ihr natürlich vorgesorgt habt, so wie zum Teil ich, und dann trotzdem sterbt, ist das dann so. Naja. Das wird schon. So. Okay, gut, dann haben wir das. Ich würde gerne noch was machen und dann schauen wir mal, komme ich bis da hoch? Ja. Hier, die Lampe, die bringt im Moment gerade gar nichts. Das ist halt so. Aber das ist auch kein Problem. Hier liegt Dolomit. Ja, ich würde gerne hier oben mal in die Basis reinschauen. Bisschen Sauerstoff tanken. Der hat bestimmt auch ein paar nette Sachen hier drin. Die können wir vielleicht mal hier umlagern, denn ich habe nämlich schon mal damals was hier eingelagert, ne? So, Sauerstoff ist so gut wie wieder voll. Ja, und ich nehme ja nicht alles raus, nur das, was wir eventuell gebrauchen können. Aber Aluminium geht ja irgendwie immer, ne? Warte mal, nee, das war das Falsche. Das. Vielleicht können wir das auch mal mitnehmen, das können wir dann unten durchjagen, das wäre auch eine Idee. Das könnte ich vielleicht auch mal mitnehmen. Was ich aber gucken will, war hier hinten. Und hier hinten hat man doch gesehen... Warte mal, das ist falsch. Müssen wir einen Bogen fliegen, sonst geht's abwärts. Weil ich denke, dass das immer noch tödlich ist. Ne? Wir hatten doch hier hinten gesehen, dass hier wie so eine Straße hier nach oben geht. Und da habe ich doch gesagt, wir müssen dann nochmal nachschauen. Irgendwie,
ja, müssen wir da einen Weg finden oder mal nach dem Rechten schauen oder irgendwas. Denn das ist ja zu offensichtlich. Und wir haben das ja nun schon ein paar Mal gesehen, dass das manchmal irgendwo hinführt. Oder wie auch immer. Der Planet sieht gerade richtig heftig da drüben aus. Auch die Farbkombi, die ist ja mal genial. Warte mal. Das müssen wir mal kurz hier aufnehmen. Das ist ja schrecklich schön. Auch wie gesagt, wenn die Ringe dieses Planeten irgendwo dort hinten zu verschwinden scheinen. Weil die Matrix da nicht so mit will. Hier ist irgendwie was davor, ne? Eieiei, das ist ja wieder... Na gut. Okay. Okay, wir sind an dem Punkt, wo wir dann auch hier wahrscheinlich das Weite suchen nach unten. Ja, das ist jetzt so Zeug, was ich jetzt eigentlich auch nicht brauche, ne? Jetzt ist die Frage, wie weit geht es noch hier hinter? Lohnt sich das? Ist mir jetzt im Moment zu heikel. Wir waren zwar hier vorne. Ein kleines Stück können wir vielleicht noch schauen. Aber ich möchte hier nicht durchfallen. Ich gucke mal hier unten, wie es aussieht. Okay, hier sind wir dann in dem Bereich, wo es auch da abwärts geht. Ja, kann ich jetzt nicht genau sagen. Nee, ist mir nichts. Das wird nichts hier hin. Jetzt gibt es auch nichts. Das ist alles Struktur, wo wir leicht durchglitschen. Muss nicht sein. Ja. So, ich mache mal meinen Sauerstoff wieder rein. Ja, und gut, dann haben wir das auf alle Fälle erstmal auch geprüft. Wir könnten nochmal in den Eishöhlen schauen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da wird sich jetzt auch nicht so viel verändert haben. So, nochmal auftauen hier, auftanken. So, und das grünen Abschluss machen wir noch einen anderen Ausflug. Den gab es ja auch irgendwann mal frei, ne, war mit Eis bedeckt. Und wir waren da schon drin und ich war da neulich nochmal drin, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, ich habe den Strom, der dort zur Verfügung stand, habe ich genutzt. Ja, und das Ganze können wir uns gerne mal anschauen, wenn ich das hier abgegeben habe. Ich weiß nicht, ob das oben zu heftig wird, ob wir den Platz brauchen. Schönes Wohnquartier auf der einen Seite, ja, bisschen Labor auf der anderen Seite, doch, das machen wir so. Bisschen gigantisch drauf ruhig sein ab und zu. So. Okay, dann kommt hier noch ein bisschen das rein. Rotes hat man hier. Warte mal. Hier kommt Grünes und dann kommt das hier rein. Genau. Und da können wir noch das reinmachen. Sehr schön. Muss ich hier noch was mitnehmen? Nö, aber das können wir mal essen schon. Gut, ich habe noch ein Essen dabei. Ich habe zwei Wasser, zwei Sauerstoff. Das sollte reichen. Ja. Und ja, früher, wie gesagt, wo das Spiel anfing, das wissen vielleicht einige von euch gar nicht, die jetzt erst dazugekommen sind oder das Spiel vielleicht erst seit kurzem haben. Ich habe die erste Staffel, die war von Beginn an. Es gab den Prolog als erstes, als ich glaube, das waren 24, 25 Folgen. Dann gab es das Haupt-Let's Play, die erste Staffel auf dem normalen Planeten Prime. Und dort haben wir ja jedes Update mitgenommen und alles Mögliche, ne? Also... Das ist schon eine tolle Sache. Oh, und da fällt mir gerade was ein. Ich habe was entdeckt. Ja gut, das machen wir auf dem Rückweg. Wenn ich noch Platz habe, habe ich den schon. Ja, hier hat man ja, wie gesagt, die Rakete. Und da ist ja der Eingang. Ja, ich nehme das jetzt hier nicht mit. Hier gibt es auch, glaube ich, nichts mehr Nennenswertes mitzunehmen im Moment. Das können wir dann später mal verbrauchen. Und ich muss auch sagen, ich will hier nicht... 15 Millionen Pflanztöpfe und Bäume und all sowas haben. Deswegen setze ich es auch nicht vor Ort. Ich setze es bei mir, weil ich es dann kontrolliert wieder abreißen kann, wenn mir das irgendwie zu viel wird oder irgendwie, keine Ahnung, das alles ein bisschen heftig auf seine Art wird. Ne? Ja, den habe ich auch gesetzt hier. Das hatte ich zufällig dabei. Das war wunderbar. Den können wir auch mal reintun. Genau. Obwohl, den können wir reintun und den nehme ich vielleicht mit. Dann müssen wir auch nicht aufbrauchen. Und wir sehen auch hier, ich habe hier einen Haufen Wasser. Das hatte ich hier eingesammelt und habe das dort hinten zerlegt. Und dann hat man hier einen Vorrat. So, das kennen wir ja aus dem Trailer-Video ganz am Anfang. Und dann bin ich hier mal rumgeflogen. Wir hatten ja auch die Kisten hier reingeschaut. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal hier die vier Stück, die wir einfach mal da umwandeln. Und das ist eine gute Sache. Dann habe ich hier die Kisten schon, die wir reingeschaut hatten. Wir hatten ja in alle Kisten reingeschaut. Die habe ich mal... Hallo? Die hatte ich mal schon eingesammelt. Was ist denn das hier? Das will nicht. Wie gesagt, ich nehme ja immer nur das mit, was wir auch uns angeschaut haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier von dem Freund
was gelesen hatten. Das ist auch mit die Larven, ne? Ja, das ist dasselbe, aber hat man den Chip? Den Chip hat man mitgenommen. Gut. Ich nehme den nochmal mit. Und hier hinten war nichts, wie gesagt. So. Aber wir können gerne hier nochmal nachschauen, ob es hier noch einen Verbindungsweg gibt. Hier geht es auf alle Fälle nach oben. Da werde ich gleich nochmal gucken mit euch. Ja, so dass ich die Folge hier auch mit dem Bauen, was ein bisschen trübe war vielleicht, ein bisschen Sisyphus. Aber das kann ich ja nur auch nicht ändern. Ne? Und hier geht es zu dem Versteckten. Ne? Ihr wisst schon, hier diese Basis. Und der Durchgang, da weiß ich auch nicht, ob der frei ist. Da können wir gleich mal gucken und dann gucken wir nochmal drüben. Ja. So. Aber ich hole mir nochmal Sauerstoff, wenn wir hier rankommen. So. Bam, 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 bam. Na, hier hatte ich das auch gesetzt, ohne euch. Und ich denke, das ist für den Moment ist das okay. Brauche ich Aluminium? Ich nehme es mal mit. So, hier haben wir Wasser. Das können wir auch da lassen. Ein bisschen Titan könnte ich mitnehmen. Das kann ich eigentlich auch da lassen. Das brauche ich nicht. Und die Pflanze brauche ich eigentlich auch nicht. Das bräuchte ich eigentlich im Moment. Ja gut, das nehme ich mal mit. Vielleicht brauchen wir es noch. Ich habe da so eine Idee. Denn ich wollte nämlich die Folge eigentlich noch was mit euch bauen. Ist mir so eingefallen. So, Wasser, wie sieht's denn aus? Ich nehme nochmal ein drittes mit, man kann nicht wissen. So, wo sind wir hergekommen? Von da hinten? Nee, von da sind wir gekommen. Das sind die Höhlen, hier geht's runter in das Eisdings. Und hier hinten war ja das alles noch ein bisschen zu, ne? Apropos, den Chip habe ich ausgerüstet, ne? Genau. Dann können wir das nämlich uns auch mal angucken. Und das müssen wir auch noch finden. Ich denke mal, dass das oben drauf liegt. Hm. Wir kommen jetzt schon ein bisschen hier durch. Ich weiß bloß nicht, wo wir genau sind. Ah, okay, alles klar. Das ist jetzt hier, wo wir... Links haben wir unsere Basis. Hier haben wir dieses Uraninit geholt, glaube ich, ne? Genau. Aber weißt du was, da können wir auch nochmal reinschauen, was der hier uns noch zu bieten hat. Eis. Hm, okay. Sauerstoff ist natürlich immer cool. Hast du ein Essensdings hier? Nee, hast du nicht. Das ist ja ein Ding. Okay. Ja, du kannst ja jederzeit hier Eis herstellen, Wasser. Da oben hat sich noch was freigeschwemmt, na nü. Aha. Und hier kommt auch langsam was zutage. Gut, das war schon ein bisschen zu sehen. Aber hatten wir nicht das ganze Grüne hier mitgenommen? Weiß ich nicht mehr. So, dann haben wir die Durchgänge auch uns angeschaut. Und jetzt werde ich natürlich drüben nochmal in der Höhle schauen. Und ich weiß auch nicht, wie lang die Folge wird. Wir werden das einfach sehen. Ja. Weil bei den Timer ist nämlich ein bisschen weiter, als ihr das wahrscheinlich hier habt. Dadurch, dass ich ja, die kleine Unterbrechung hatte, wo es geklingelt hat. Ja, musste ich da leider kurz rangehen, aber so ist es. So. Das Mädel da drüben hat man schon. Und hier sind wir wieder, wie gesagt, in der Höhle. Und ich würde einfach nochmal schauen. Ich habe einen Sauerstoff dabei. Ich habe sogar zwei dabei. Okay, dann sollte uns ja eigentlich nichts passieren. Das Eis. Ja, es funkelt etwas hier unten. Aber das, denke ich, ist ganz normales Eis. Und ich vermute mal, dass das irgendwann schmelzen wird. Wir haben es ja auf dem Trailer gesehen. Aber wann, wie und wo? Keine Ahnung. Es ist zumindest nichts dabei. Ja, das war gut. Da drüben sind auch noch ein paar Plattformen. Vielleicht kommen wir da hin. Vielleicht ist das auch der Weg nach oben zu dem Schiff. Das weiß man auch nicht. Ich gehe mal hier gucken. Wir haben ja gesagt, immer rechts herum. Dann haben wir eine Linie. Und wenn das alles passt, auch in den Raumschiffen, dann kommen wir ja auch immer wieder raus. Denn irgendwann kommt der Ausgang oder Eingang ja wieder, ne? Das ist ja klar. So. Okay. Also hier gibt es auch relativ viel Uraninit. Hm, komischer Name. Ist aber so. Hier ist nichts, ne? Nee. Kiste, Druide. Hm. Okay. Ja. Ich könnte mal bessere Heizer gebrauchen, ne? Das könnte man schon. Früchte. Das können wir auch noch später holen, aber wenn wir... Oh, was ist denn das? Oh, das ist alles hier runtergefallen, ne? Hast du eine Nachricht für uns? Nee.
Dann nehme ich nur deinen Chip, wenn es erlaubt ist. Und wenn es bei Ihnen erlaubt ist, nehme ich auch nur den Chip. Ach nee, Sie sind das Produkt, was hier davon gerollt ist. Okay. Ach, du hast das hier drin gehabt in so einer Art Halteplattform oder sowas. Haltebox, was auch immer. Das ist natürlich cool. So, da unten ist das. Da drüben ist auch noch was. Wie kommt man da hin? Wie kommt man da hin? Also ich glaube nicht von hier. Ich glaube auch nicht, dass es hier oben noch weitergeht. Ich habe keinen Sauerstoff. Das kann ja wohl nicht sein. So. Geprüft und für gut befunden. Okay, da hinten, da scheint ein Eingang zu sein. Das ist ja mal... Oh, das ist Eis. Ne, wir sehen da hinten was. Okay. Also da ging es ja auch hoch. Da müssen wir auch nochmal schauen. Wo sind wir hier? Jetzt sind wir hier vorbeigejumpt. Dann schauen wir gleich mal hier hinten. So, Kiste. Ah! Was ist denn das? Oh, das ist ja mal genial. Du, dich würde ich eigentlich gerne mal abbauen. Habe ich so viel Platz, um das hier zu halten von dir? Das weiß ich nicht. Hm. Ach, das waren die Kabel nach unten. Wie genial ist denn das gemacht? Das ist cool. Ja, ich weiß, ihr würdet es jetzt einfach hier hinstellen und dann habt ihr Strom und hast du nicht gesehen. Aber ich bin halt nicht so. Ich will das nicht in der Gegend rumstehen haben, weil irgendwann, ja, ich weiß ja, dass die ein oder andere für euch das auch oder von euch das auch ins Extreme treibt und dann hast du da übelste Konstruktionen, die wirklich dann an der Performance saugen und das möchte ich nicht. Ich möchte nur das, was unbedingt nötig ist. Ja. Das hat man hier, ne? So, machen wir das. Jawohl. So, mal ein bisschen Sauerstoff. Was habe ich denn jetzt noch hier? Das können wir mal, das können wir auch, das können wir auch zurück. Wobei, das könnte ich ja auch mitnehmen, ne? Ich lasse das jetzt dabei. So. Habe ich noch was zu essen? Ja. Okay. Okay. Dim. Jetzt muss ich nicht rangehen, jetzt geht jemand anders. Hat gerade geklingelt, habt es vielleicht gehört. Es ist halt, wie es ist manchmal, ne? Kannst du nicht ändern. So. So. Okay. So, okay. Da haben wir, ja. Keine Ahnung, ich lasse die Pflanzen mal drin hier. So, dann müssen wir hier sowieso zurückkommen. Jetzt können wir hier oben mal prüfen, ob wir ein bisschen hier hochkommen. Oder ob wir eine Möglichkeit haben darüber. Ich bilde mir ein, wir waren da schon. Über die Eiszapfen ist es nicht möglich. Da habe ich keine Treppe. Ich prüfe das mal. Das ist hier der Ausgang. Wir müssten eigentlich hier... irgendwie links hochkommen. Dann muss es hier oben den Eingang geben. Wenn wir hier auf dem Level bleiben können. Okay. Da müssen wir irgendwie hoch. Habe ich noch Sauerstoff dabei? Ja, eine habe ich noch. Die sollte mir reichen. Ja, sehr gut. Ich gehe trotzdem mal kurz hier vorne schauen, ob hier noch was ist. Und hier sehen wir auch unsere Basen so ein bisschen stehen, ne? Okay. Ja, ist cool. Ja, der ein oder andere von euch hat geschrieben, ich soll doch mal oben drauf schauen. Da hinten sieht es aus, als wäre da irgendwas drauf, aber kann man nicht genau sehen. Das Spiel zeigt es nur begrenzt an. Wie zum Beispiel das rote Schiff vorne. Ja. Ja, irgendwo hier sind wir jetzt hier drauf und jetzt gehen wir irgendwo hier rein, ne? Ja. Das ist unten. Und wie gesagt, hier unten ist das Schiff, ne? Brauchen wir denn unsere Basen? Sehen wir die? Nee, die sehen wir nicht durch den Nebel. Oh, das ist ja interessant. Das ist ja mal interessant. Mhm. So, gut.
Hier mal ein bisschen davon, ein bisschen davon. Was gibt's hier? Nichts. Einmal hier rum. Ich gehe mal hier hoch. Ja, ich bin sehr fasziniert, wie gesagt. Deswegen bin ich auch voll dabei und lasse mich von der wunderschönen Natur und wie sie es gemacht haben, hier sehr stark verwöhnen. Und dann reicht der Sauerstoff nicht. So, ich nehme den mal, ich nehme das mal, ich nehme das mal. So, dann haben wir schon mal das. Muss ich noch was mitnehmen? Das können wir mitnehmen. Die kann ich mitnehmen. Eisen. Ich muss sowieso noch mal, was ist denn das für eine 600er? Die ist natürlich auch schick, ne? Da lasse ich auch mal was da, du. Müssen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Hast du eine Nachricht für uns? Lilia Baumsamen. Okay. Offline. Was auch immer die hier gebuddelt und gemacht und gemehrt haben, was denn ihre Mission war, ne? Es ist ein bisschen unklar. Ja. So, und hier gucke ich mal, ob ich hier drüber gucken kann. Bin der Meinung, dass wir auf der anderen Seite schon waren, oder? Weiß ich jetzt auch nicht. Okay, gehört hier dazu. Sehr gut. So. Gut. Also bei mir stehen 56 Minuten auf der Uhr. Ich denke aber, dass das ein bisschen gekürzt wird. Dann wird es bei euch ein bisschen weniger. Ist aber auch kein Problem so. Ach, der ist das. 1200, ich glaube, ich bin. Sauerstoffmultiplikator 600. Meine Fresse. Das ist natürlich... ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen was in den Druck reinpushen, weil das ist eine vernachlässigte Linie, glaube ich, die sich momentan, ich sage es nicht recht, aber uns nicht den Fortschritt bringt, den wir vielleicht wichtigerweise brauchen. Also wird das in der Zukunft jetzt erstmal ein bisschen noch Basenbau sein, dass ich an das Labor, dass wir das anschließen können. Das wird in der nächsten Folge geschehen. Ich hoffe, dass wir die Ressourcen haben. Wir können das gleich mal überprüfen. Das ist über... Haben wir Lehmwasser? Ich glaube schon, ne? Und das ist auch kein Problem. Haben wir. Okay. Dann können wir das beides oben anschließen. Ich muss bloß noch mal ein paar Fundamente setzen. Dafür brauche ich noch ein bisschen Eisen. Ich werde mal eine Runde Eisen machen. Und dann sollten wir das auch da oben fertig bauen können. Ja, unser Extraktor bringt leider sehr viel Kobalt. Für die Fenster ist das okay. Für die Sauerstoffflaschen ist das momentan auch okay. Das ist eigentlich so die richtige Voraussetzung für den Hardcore-Modus, sage ich mal. Dann kannst du dir das alles ein bisschen da, naja, mit Sauerstoffflaschen machen. Und dann nimmst du da mindestens 3 Zeilen voll mit Sauerstoff, dann hast du auch keine Probleme, ne? Und merkst du immer, wenn du eine hinbrauchst, brauchst du auch eine zurück, eine für den Aufenthalt und eine Reserve. So sollte man immer rechnen. Also rein theoretisch brauchst du 2, für den Aufenthalt noch eine, ne? Das sind 3. Und als stille Reserve, falls du bummelst oder irgendwas, ne, oder aufgehalten wirst, dann noch die 4. Genau. Das wäre so das Prinzip, was ich immer gemacht habe und das hat sich auch immer rentiert. Ja, man ist zwar manchmal mit mehr zurückgekommen, als man wollte, aber auch an Sauerstoff und so, aber naja, dann ist das halt so, ne. Kannst du dann auch nicht ändern. So, hier tue ich mal das noch rein. Hier haben wir die, das ist voll. Dann habe ich hier die Samen. Ja, dann tue ich das jetzt hier mit rein. Hier kommt jetzt das mit rein. Können wir mal ordnen. Ja, und ich wollte noch was bauen mit euch. Das habe ich, glaube ich, ganz vergessen. Den hier. Den wollte ich noch bauen. Und da brauche ich 2 davon. Das ist aber auch nicht so schlimm. Das könnte man... Warte mal, wo denn du? Entschuldigung. Das war das Morse-Alphabet. So, habt ihr es verstanden? Ja. Ich brauche Kobalt, nehme ich 2 und ich brauche noch Bauxit. Jawohl, ein Bauxit brauche ich noch. Das nehme ich trotzdem mit. Und ein bisschen davon. Okay. Ich habe ja gesagt, das will ich noch machen. Jetzt weiß ich noch nicht genau, wo ich es hinstelle. Kann man die auch drin platzieren? Ich glaube nicht, ne? Warte mal, das habe ich hier. Davon brauche ich 1.
Und davon brauche ich eins. Kann ich die drin platzieren? Wieso nimmst du das nicht? Ach, weil wir voll sind. Ah. Toll. So. So. Jetzt aber. Nee, das geht nicht. Ich habe mir das gedacht. Das ist aber auch nicht so schlimm. Jetzt haben wir es hier dunkel wie im... Ja, ich muss mal so ein paar Lampen auch installieren, ne? Ich setze das jetzt einfach mal hier hin. Und dann werden wir ja sehen, was dabei rumkommt. Das ist natürlich genau falsch rum. Ich hätte es gerne andersrum. Hier. Zu uns mit der Kiste? Oder so? Ich mach's mal so. Okay, da haben wir leider nichts drin. Das macht aber auch nichts. Sehr gut. Ich kann aber trotzdem mal ein bisschen was raustun. So. 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 Und Aluminium habe ich hier. Das kommt hier rein. Das ist voll. Ich tue das mal hier mit rein. So. 3, 3. Das ist, hätte ich auch gehabt. Und dann machen wir noch 3 davon. Das sind also 9 mal 5 sind 45. 48 haben wir Platz. Dann kann er mal loslegen hier. Und die Sache läuft. So, als grünen Abschluss jagt man noch die 2 Chips durch. Und dann schauen wir mal, was wir machen können. Nächste Folge werden wir das da oben weiterbauen. Und dann haben wir auch das Labor. Und vielleicht schaffen wir es in der Folge, wenn wir das Labor haben, noch an Schwarzpulver ranzukommen. Das muss ich mal gucken, ob das dann funktioniert. Ich kenne das Rezept jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Und guck mal, wir haben immer noch. Ja, passt. Ja, ich tue die mal rein. Wir schauen mal Dekonstruktionschip 3. Das ist sehr gut. Und derzeit kein Bauplan zu einem Schlüsseln. Ah, das ist ja ein Ding. Gut, dann haben wir das auch. Gut, ich nehme nochmal und nehme nochmal das. Und dann nehme ich nochmal das und dann haben wir das auch. Wunderbare Sache. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Ja. Und dann sage ich bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.